Die Zisterzienserabtei Notre-Dame-d'Orval in der belgischen Provinz Luxemburg ist nicht nur ein Kloster mit langer Tradition, sondern auch eine touristische Sehenswürdigkeit. Die alte Abtei von 1132 wurde gut 600 Jahre nach ihrer Gründung zerstört und erst 1926 wieder aufgebaut. Hinter den ehrwürdigen Mauern befindet sich nicht nur ein Museum zur Geschichte des Klosters, sondern eine der weltweit 10 Trappistenbrauereien. Père Javier, Mönch und Bierbrauer, kennt die Besonderheiten des Trappistenbieres. Die Flaschen haben eine spezielle Form und das Etikett weist es als echtes Trappistenbier aus. So dürfen sich nur Biere nennen, die so wie dieses im Kloster von der Bruderschaft gebraut werden. Der erste Schritt zur Herstellung des Bieres findet im Brausaal statt. Später wird es in Tanks eingelagert, die hinter Père Javier zu sehen sind. Zwei spezielle Hopfensorten und helles Malz und ein kleiner Teil Karamellmalz kommen zur Verwendung. Es folgt eine relativ lange Gärzeit. Zur obergärigen Hauptgärung von 4 bis 5 Tagen Dauer wird flüssiger Candiszucker hinzugegeben. Schließlich bleibt das Jungbier nicht in den Braukesseln, sondern wird zur Nachgärung in die horizontalen Lagertanks umgefüllt. Für 2 bis 3 Wochen kommen noch wie riesige Teebeutel mit Hopfendolden gefüllte Säcke in die Tanks und geben dort ihr Aroma ab. Das Orval erreicht mit der folgenden Flaschengärung 6,2 bis 7,2% Alkohol und hat einen unverwechselbar säuerlich-würzigen Geschmack. Orval gilt als das trockenste aller Trappistenbiere. Wer sich für die Abtei und das Orval-Bier interessiert, sollte einfach mal in den Südosten Belgiens fahren. Besucher sind willkommen.